kannst das WLAN ja noch mit neuen Spezies füttern. Das WLAN. Aber sollte ich alle hier hochkriegen? Du musst ja nicht, du kannst sie besuchen. Naja, ich kann erst mal gucken, was hier oben noch so ist. Der Pilz wäre jetzt nichts Besonderes. Zumindest komme ich mir dann sehr blöd bei vor, das mitnehmen zu wollen. Also ist es nicht richtig. Die Blumen kann man da auch nicht reinpacken, ne? Nee. Da sind die doch auch speziell. Na! Das Geräusch ist toll, ich weiß auch nicht warum. Ja, warum? Es ist doch... Ich glaube, Pilze... Also wenn Pilze so ein Geräusch machen, dann sollte man die nicht essen. Mhm. Wollen wir mal schauen. Da hat eine Bonk. Pilz Champignon. Also ein Franzose. Schau dir den Pilz an wie ein Hut auf einem Stock. Champignons sind schräg. Das war ein Haiku. Stimmt das? Haikus? Wo zeichnen sich Haikus aus? Silbenanzahl pro Zeile. Ich weiß es aber nicht genau, welche. War so, ne? Genau. Und ich glaube, reimen tut sich da auch nie was. Ich glaube, das war gerade 5, 7 irgendwas. Kann sein. Ja, 5, 7, 5, 3 oder was war das? Ich weiß nicht, es gab das Elfchen, das war so. Das war noch schlimmer. Das war noch mehr Wortverrenkerei. Hab ich Licht? Was gab's denn noch Spannendes? Limerick ist toll. Hm? Limerick. Was ist das? Das ist meist ein ulkiges Gedicht. Wo ich gerade kein Beispiel für hab. Hast du das mit Zeilen? Den Schnecken? Was? Was mit den Schnecken? Sieben kecke Schnörkelschnecken? Ja. Nee, das ist was anderes. Schade. Wie ging das weiter? Zogen eins an einem. Nee, an einem Stecken. Vielen. Irgendwas, hohoho. Fertig. Ich glaube, ich komme gerade nicht voran. Wenn du dagegen stehst, ist das sehr schwierig, ja. Ja, aber ich bin gerade mal bei. Was. Glitzer, Glitzer in der Musik. Glitzer, Glitzer. Ah, da oben ist noch was. Wenigstens leuchtet das Zeug. Also sind wir eigentlich ein Gärtner für überdimensionale Weltraumpflanzen. Ja. Yep. Sind das Wolken da? Oh, Errungenschaft. Na! Hey! Was? Keine Zombies? Weil Nacht oder wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man das Achievement auch gerade sehen konnte in der Aufnahme hier. Sollte wahrscheinlich, ne? Wobei das bei Streams wird es nicht eingeblendet, bei Aufnahmen glaube ich. Ja, ja, Kollege. Ich bin auch immer für meinen Raketenschub. Bisschen umständlich ist es schon. Wahrscheinlich kriegt man ganz am Ende irgendeine Fähigkeit, die man ganz am Anfang schon haben wollte. Ja, oh, ich werde besser. 10? Ich werde besser. Sieh an. Ich bin der Tag geworden. Das ging schnell, ne? Da ist noch mehr Glitzern. Das ist im Prinzip wie nach dem Motto, und wie war dein Wochenende? Ja, hell, dunkel, Montag. kennst du das? Ja, kenn ich. Pflänzchen. Pflanze. In den meisten Sachen hilft aus irgendeinem Grund immer gegenlaufen. Ja. Wahrscheinlich, weil es mit dem Gegenlaufen noch die größte Herausforderung ist. Und? Es geht sogar. Ich bin gerade mal sehr beeindruckt. Problem ist, dass, dass ich dann wieder unten bin. Aber warum sammle ich die ganzen Sachen, damit was hier... Damit musst du gar nicht. Das ist halt nur ein nettes Gimmick mit sehr seltsamen Kommentaren dazu. Ach so. Du musst sie überhaupt nicht einsammeln, wenn du nicht willst. So, na gut. Ich glaube, das hängt irgendwie schief. Ja, sieht nicht sehr glücklich aus.
Jetzt. Oder? Oder hast du die? Nee, die hast du noch nicht, oder? Nee, die habe ich nicht. Nimm mal den Pilz da raus. Das hast du beides rausgenommen. Jetzt hat er es aber. Ja. Wird er selbst quasi aufgesaugt. Datenbank. Aber was habe ich da ganz am Anfang? Da habe ich irgend so ein Gras nicht, ne? Möchtest du vorlesen? Paradieschen. Die delikaten rosa Blätter verbergen einen überraschend großen essbaren Kolben. Die Wurzeln des Paradieschens ist eine der besten Quellen für Vitamin Q im bekannten Universum. Ohne Zweifel ist es das Grundnahrungsmittel der Säugetiere dieser Gegend. Vitamin Q, allen ein Begriff, habe ich einen Mangel von. Qualität? Wie Qualität? Q? Weiß ich nicht. Dann habe ich da auf jeden Fall einen Mangel von. An Qualität. Ich habe mich gerade selbst gedisst, toll, ne? Bist du jetzt stolz? Nein. Oh, da ist noch was. Wo? Da links ist noch ein Kristall. Ja. Meinst du, der Aufwand lohnt sich? Ja. Cool. Ich sollte echt Bergsteiger werden hier. Bergsteiger und Gärtner. Und Schafshirte. Und Betrunkener. Wissenschaftler. Ja. Na gut, das ergibt sich dann aus den ganzen Sachen, ne? Mano. Wieso? 18. Ja, ich kann auch lesen. Da unten war, glaube ich, auch noch ein bisschen. Meinst du? Glitzer. Glitzer. Da ist ein Pilz. Nee, das meine ich nicht. Ich sehe da was. Wahrscheinlich fällt es gleich runter. Wahrscheinlich landest du auf dem Pilz und landest sonst wo, weil du springst. Ja. Sag ich doch. Das war super. Genau das hatte ich vor. Also mecker mal nicht. Ich mecker doch gar nicht. Nein, das stimmt. Ich vermisse aber eigentlich ein bisschen den Boden hier, muss ich ja sagen. Ja, das wird noch viel stärker. Ja, also mit Höhenangst sollte man das Spiel, glaube ich, nicht spielen. Naja, gut. Ich glaube, das ist das Gras, oder? Ah, das ist die Höhle, der Tunnel, ja, da. Das ist Gras, oder? Ja. Meinst du? Ich weiß es nicht. Es ist zumindest sieht nur so ähnlich aus. Zumindest fällt es auf, ja. Kann man das greifen? Ist ja nix. Ja. Gegenlaufen kann man auch nicht. Nops. Oh, was ist denn? Die Geologie dieses Planeten ist sehr bemerkenswert. Aha. Warum sind hier überall Schmetterlinge? Errungenschaft, wo ist Wouts? Ja, viel Spaß. Ist das ein Rätsel oder was? Nee, aber. Also, einige der Spezies sind sehr nervig zu fangen. Da kann ich schon mal nichts mitmachen, anscheinend. Mit den Blättern zumindest nicht. Ja, an den Rest komme ich spontan. Oh, ein Kristall. Da wollte ich hin. Glückwunsch! Dankeschön! Starte mit A während des Sprungs. Raketenenergie ist jetzt erhöht. Du hast genug Energie. Mutti! Du hast genug Energie für minimalen Schub. Dankeschön. Was ist denn hier? Das ist Wouts. Hallo! Schön am Schnabel. Oh, hey! Muss man das drücken? Ne, gedrückt halten, okay. Das ist natürlich praktisch. So viel zu deinem Jetpack. Ja! Jo, total. Was fliegt denn das Zeug hier durch die Gegend? Aha. Geht's hier dann. Ich glaube, da falle ich gleich runter, ne? Wie gesagt, du kannst alles runterschmeißen, das kommt an der Küste an. Also muss ich dann noch unten theoretisch aufsammeln und kann mich ja teleportieren. Eben. Stimmt ja. Du fällst gleich mit runter. Oder nur du fällst runter. Und beschleunigst dich noch schön nach unten. Ja.
Sehr gut, Mutti. Das ist aber auch nicht so einfach mit dem Ding hier. Also dafür ist es wirklich nicht zum Hochschießen. Nein. Ich sehe immerhin, wo ich herkam. Ja, wo das Wasser halt rauskommt. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, man konnte ja von oben noch eine Höhle sehen, ob das die gleiche war. Ja, oben gab es einen Eingang, aber ich ja, weiß ich nicht. Ich werde das erstmal runterschmeißen hier. Wenn ich das denn schaffe. Was sind das für Geräusche? Ist das. Wäre das ein Spoiler? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Okay. Das klingt halt irgendwie so Weltraumwale. Ja, genau. Es klingt, als ob du irgendeine höhere Macht noch irgendwie. Irgendein Wesen. Hunger haben würde. Oder so. Oder als ob die Pflanze sehr lebendig wäre. Wenn in irgendwelchen Fantasy. Oh, ein Kristall. Gibt es ja auch gerne mal irgendwelche Pflanzen, die Geräusche von sich geben. Warum auch immer. Na! Was gibt's da zu lachen? Wunderschön machst du das. Ja, das ist gut, dass ich noch genügend Blume habe. Das liegt aber auch extrem blöd hier. Wie mache ich das? Kann ich das einfach so schieben? Ja, komm her, du Stängel. Hallo? Ich bin da, glaube ich, zu blöd für. Muss jetzt bestätigen. Ja. Das mache ich doch gerne. Ah, siehst du. Wahrscheinlich liegt das gleich irgendwo auf dem anderen Felsen. Ich glaube, es wäre fast schneller, wenn du mit runterfällst und dich wieder hochteleportierst, anstatt dass du jetzt hochkletterst. Ja, ich will gucken, was in der Höhle ist. Achso, ja stimmt, da bist du ja noch. Das ist schon wieder Nacht. Das ist in der Höhle ziemlich egal. Das stimmt, da ist ein Kristall. Ich will gerne hoch. Springen? Ah. Was kommt da jetzt raus? Ah. Ist total gebracht. Naja. Ist auf jeden Fall bisher ein sehr, sehr gemütliches Spiel. Mit leichten Stressmomenten. Oben ist noch ein Kristall. Au. Au. Klappt super. Die Stressmomente kommen halt immer dann auf, wenn du kurz davor bist, runterzufallen. Ja, ich merke das schon. Das Jetpack ist auch eher nur ein guter Wille, ne? Aber die Umsetzung ist bisher noch ein bisschen sehr schwach. Minimale Energie wurde ja extra gesagt. Ich glaube, im Trailer konnte man sehen, dass man schön durch die Gegend fliegen kann. Oder so. Oder es ist gerade ein Wunschdenken. Da bin ich mir gerade mal nicht ganz sicher. Na! Was denn? Nix. Hast du Spaß? Ja. Yep. Also war es nicht schlimm, dass ich dich hierher gezwungen habe. Ich muss noch antworten. Damit wir das mal auf Band festgehalten haben. Ich nehme ja immer noch auf dem Tonband auf. Gott! Was ist das denn für ein Aufwand? Weiß ich nicht. Na, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich alle Kristalle hier haben will. Die Raketenenergie verbessert sich. Vielleicht. Ein bisschen. Vielleicht. Ich muss ja so tun, als würde ich nicht spoilern. Du kannst ja ganz viel grübeln und vielleicht passiert ja was. Ja. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was noch als Fähigkeiten kommt, außer Verbesserung der Rakete. Naja, das wäre zumindest ein Anfang. Plopp. So. Aber das dauert noch ein paar Prozente, von daher. Ja, Aber das Vieh, das kann man auch. Kann man das irgendwie bewegen? Ah. Kann man das auch runterschmeißen vielleicht? Das ist das richtige Denken. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, ich wüsste nicht, wo ich das hier hingeben sollte.
Und dann werde ich noch mal weiter nach oben oder beziehungsweise zu dem... Ich könnte auch runterfahren und mich dann hochporten lassen, oder? Mhm. Komm mit mir! Tandem-Fallschirmsprung! Tschüss! Oh, guck mal, da ist ein Teleporter. Ah, praktisch. Komm, was sagst du zu meinem Können? Ich bin mir nicht sicher, ob der Dodo noch lebt da unten. Gibt's hier einen Fallschaden? Oh. Für die Tiere, ja. Oh. Naja, vielleicht. Also, schauen wir mal, ne? Ah, okay. Wie vier? Habe ich einen ausgelassen? Ich bin jetzt bei drei. Ne? X. Da sind nochmal coole Effekte hier. Da ist noch ein Kristall. Ja. Boah. Das sieht schon ein bisschen übel aus da oben. Aber ich muss mit der Blume auch wieder weitere Dingens hier. Das ist nach wie vor deine Hauptaufgabe. Ja, aber ich meine auch das mit den Stängeln da halt, ne, und so. Ja. Ich weiß noch gerade nicht, wo du mit dem hier eigentlich hin musst. 0 von 6. Ah, da oben. Ja, halt dich fest. Jetzt wächst er irgendwo hin. Ich sehe nichts. Kommt der jetzt tatsächlich an? Nee, oder? Kommt der an? Ich hab den ganz grob in die Richtung gelenkt. Er ist vorbeigewachsen. Geht. Oh, krass. Ich bin gut. Na, vielleicht ein bisschen. Das Jetpack ist albern. Also, es ist, als ob er gestern irgendwie Bohneneintopf gehabt hat. Bisher. Noch nicht sehr überzeugend. Also ich sollte möglichst vorne bleiben, damit ich überhaupt was sehe. Und lenken kannst, ja. Ja. Und ich mit beiden Händen festhalten. Hilft. Ja, der ist aber ein bisschen... Der ist schon ausgedingens. Sehr weit weg da hinten. Das ist eine sehr komische Pflanze. Wenn die das alles aus eigener Kraft schafft... Die hat ja vorher die anderen Kristalle dafür ausgesaugt. Ja, aber die kann auch einfach direkt nach oben gehen. Das sind ja doch ein paar hundert Meter jetzt hier. Oh. Der muss ja wohl Neues suchen. Aber ich fand das gut da hinten. Da ist ein Kristall. Ja, muss ja wohl Neues suchen. Da unten sind ja welche. Kann man hier scheitern? Wie willst du scheitern? Indem man alle Dingens verlenkt hier. Wobei, da passieren immer neue, das stimmt. Ah. Aber gehen die denn jeweils auch nochmal so weit neu, oder was? Testen das mal. Die Steuerung ist ein bisschen sehr seltsam gerade mal. Ja, es gibt einige, die lassen sich nicht steuern. Hä? Es gibt einige, die lassen sich nicht steuern. Ja, aber hier merke ich ja was. Dann ist gut. Na, ist cool. Dann ist gut. Also. Muss mal kurz hier runterfallen. Wie kommst du dann wieder hoch? Weiß ich nicht. Aber es geht um Leben und Kristall. Wie komme ich da denn aber? Na, okay. Guck mal, was für Fähigkeiten ich habe hier. Total toll. Ja gut, das wäre vielleicht nicht die schlauste Idee von allen. Muss ich ja dezent zugeben. Glück haben oder auch nicht. Meine Blume ist halt sehr beschränkt. Spring doch einfach nach oben. Einmal senkrecht und versuch dich festzuhalten. Ah. Mit noch ein bisschen mehr an der Spitze vielleicht? Geht doch. Ah,